So, nächster Vlog. Ich habe am Donnerstag versprochen, es gibt etwas Besonderes am Wochenende. Das konnte ich nicht halten, weil ich etwas Dringendes zu tun hatte für die Schule. Wir mussten eine spezielle Serie machen, eine 50er-Serie. Und die war schwieriger, wie ich sich gedacht habe. Und ich habe am Donnerstag, Freitag, Samstag, Montag je sicher ja, im Durchschnitt 10 Stunden wahrscheinlich investiert in das. Ohne Pause und so. Also, Pause minus gerechnet. Ich habe eigentlich keine Pause gemacht. Also die Mittagspause. Und ja, das war irgendwie noch schwierig gewesen. Ich habe es jetzt aber fertig. Und gestern habe ich es noch abtippt auf LaTeX. Und jetzt ist das fertig. Und für den Vlog habe ich etwas gedacht, aber ich habe es irgendwie habe es dann halt nicht gemacht, weil ich mit der Schule beschäftigt war. Ja, das war sehr stressig, diese Woche nicht wirklich. Es war sehr viel los. Vor allem mit dem. Ich habe einen Teil aufgegeben, den irgendwie alle anderen nicht haben können. Habe ich dann heute kurz vor der Abgabe noch geschafft. Und da ist, oder alle anderen nicht haben können. Ich weiss nicht mehr, was nicht ohne Tipp geschafft hat. Und ich habe es jetzt ohne den Tipp, den sie hatten, habe ich es geschafft. Und da ist Herleitung, also das ist so mathematische Formeln, umformen und umformen. 3 à 4 Seiten lang habe ich mit dem gefüllt. Und ja, am Schluss habe ich da gezeigt, was ich hätte sollen. Ja, das ist sehr befriedigend, wenn man es schafft, aber es ist halt schwierig. Und nicht sicher, dass man es schafft. Aber ja, ich bin jetzt heute sehr froh gewesen, dass ich es gemacht habe. Das ganze Ding ist irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube 18 Seiten, 16, 18 Seiten lang. Bei anderen ist es 30 Seiten lang, aber ja, die schreiben einfach mehr. Ja, die Aufgaben haben alle die gleich gehabt. Ja, als ich es geschrieben habe und abgehört, jetzt ist da fort. Und ja, und der Stress ist vorbei, ich habe Zeit wieder zu meinem Vlog aufnehmen. Heute war ein ganz normaler Dienstag eigentlich, außer dass ich die Prüfung habe abgeben musste. Ich hatte Visual Computing. Dann haben wir irgendwelche ganz viele verschiedene Formeln angeschaut. Ja, wo, ich sage jetzt mal ohne Beispiel, nicht so anschaulich sind. Auch für mich nicht. Ich bin nicht ganz draus gekommen. Wir sind uns auch nicht sicher, wie viel von dem Zeug wir müssen können, verstehen. Das Konzept ist nicht so schwierig, aber die Formeln sehen halt kompliziert aus und ich weiß nicht, ob wir die voll können. Ja. Während der Vorlesung habe ich noch die Arbeit, die ich machen musste, die Serie, die ich nochmal durchgelesen und korrigiert. Nachher habe ich zu Mittag gegessen und nach dem Mittag habe ich sie ausgedruckt, nochmal durchgelesen, die Fehler entdeckt, nochmal ausgedruckt. Und die zweite Version dann jetzt abgeben. Ja, und nachher haben wir dann eine Vorlesung gehabt, wie APC wieder. Also die war eine APC-Serie gewesen, und dann haben wir eine APC-Vorlesung gehabt. Das ist etwa 2 Stunden lange Beweis gewesen, und sie ist nicht mal fertig geworden. Über ein Graphenproblem, dass man da auch mit der Matrixmultiplikation lösen kann. Und für Matrixmultiplikationen hat man schnelle Algorithmen. Und wenn man da beweist, dass man das so auch lösen kann, dann kann man den schnellen Algorithmus benutzen für das. Ja, und da ist jetzt noch nicht ganz fertig bewiesen. Das war ein bisschen langweilig. Ja. Oder dass wir am Schluss einfach den Satz haben, dass ja, da kann man mit Matrixmultiplikation lösen. Fertig. Ja, egal. Noch eine Zwischenstunde gehabt. Und
Dann habe ich Introduction into Cognitive Neuroscience noch eine Vorlesung gehabt. Das war so spannend. Wir haben neuronale Netzwerke angeschaut. Das habe ich jetzt halt schon das zweite oder dritte Mal gesehen. In den letzten Wochen. Das war nicht so spannend. Und er hat es auch ein bisschen chaotisch, komisch definiert, beschrieben. Dass man wahrscheinlich nicht rauskommt, wenn man es nicht schon kennt. Ich glaube, er kommt auch nicht raus. Ja. Und. Ja, und nachher bin ich heim. Und mit dem Zug. Bigger Post in Coop, 3 Liter Milch. Und jetzt die heim und jetzt direkt den Vlog aufgenommen. Ja. Mit dem Einrad bin ich jetzt immer unterwegs. Der geht ziemlich gut, außer ein Stück lang bergauf. Morgen probiere ich vielleicht mal nach einem Stück bergauf einen Kreis zu fahren. Vielleicht findet er dann die Balance wieder besser. Und ich komme ganz zu, wo ich einmal umgehe. Das wäre gut. Ja, also, ja, bis morgen.